Willkommen zurück zu Let's Play Destiny Beta und ihr seht, ich habe den Weg wiedergefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe auch verzweifelt gesucht erstmal das Loch hier wiederzufinden. Und dann kommt noch dazu, dass gerade da drüben, ihr seht, da drüben läuft gerade ein Event. Und ich bin im Übrigen im Erkundungsmodus, was ich vorher nicht war. Und das heißt, hier gibt es auch so kleine Nebenmissionen, die wir vielleicht gleich mal eine machen, falls wir die finden. Aber erstmal habe ich ja gesagt, wir gehen jetzt hier erstmal hier rein. Wow. Und wollen erstmal hier ein bisschen aufräumen in der Höhle. So, da geht doch gleich schon wieder die Action los. Vielleicht sollte ich mal hier reinspringen. Mal gucken, was hier... was ist denn hier? Das sieht ja toll aus. Pass auf, so. Also. Wo ist hier? Darf man da rein? Ne, darf man nicht. Also wir dürfen da nicht rein, wir sind wahrscheinlich zu dick, um da reinzupassen. Ja, ihr seht's, im Übrigen habe ich auch ein bisschen Munition wieder gefunden zwischendurch. In der Pause. Und somit... das ist ja toll gemacht. Blub, blub, blub. Und im Übrigen, ja, dieses Erkunden ist sehr interessant, finde ich. So mit diesen Zwischendurch-Events, die da halt, oder die zufälligen Events, die da halt starten. Und dann halt auch diese Missionen, die man finden kann, die man nebenbei noch machen kann. Die gibt es nämlich hier auch. Und da werden wir mal schauen, dass wir hier mal eine finden, dass wir die mal machen. So. Ist das nicht hier der Bereich, wo wir am allerersten Mal langlaufen? Am Start des Spiels? Ja, sicher. Wir laufen doch jetzt quasi zu der Mauer, zu der großen. Oder irre ich mich da jetzt? Das sieht förmlich danach aus. Ja. Doch, in die Richtung laufen wir jetzt. Ja, da bin ich immer gespannt. Man kann es ja erkunden. Kann man da rüberspringen? Aber da drüben ist ja nichts, ne? Das sieht schon toll aus. Muss man ja mal sagen. So. Dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, was uns dann hier so erwartet. Ob uns überhaupt hier was erwartet. Entschuldigt. Irgendwie habe ich wohl einen Frosch im Hals vom Wochenende. What? What? Der irgendwie nicht abhauen will. Oder sich nicht verabschieden möchte aus meinem Hals. So. Ja, im Übrigen habe ich meine Uhr gestellt. Nicht so wie in der allerersten Folge. Das war sehr professionell von mir. Aber das erinnert mich jetzt auch unheimlich ein bisschen so an Alien Isolation. Wie man so die ersten Bilder gesehen hat, so mit diesem Licht und Schatten so. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Vor allem werde ich das auch in der Let's Play Live Show zeigen und dann zum ersten Mal dort auch spielen. Ganz schön dunkel hier. Mach mal Licht an. Ist überhaupt nichts. Wo muss ich denn hin? Naja, Mission verfügbar. Ich will mal... Hä? Ach, von hier kamen wir, ne? Stimmt. Normalerweise müsste man da lang, aber hier ist das Tor zugegangen. Da kommt man gar nicht mehr hin. Was war das? Hallo? Ah, also kommt man da gar nicht mehr zurück. Okay. Also war das quasi umsonst hier, dieses Langlaufen? Na toll. Super. Das hätte auch mal vorher einer sagen können. Ja, ja. Also, da steht's jetzt hier. Mission verfügbar. Finde mit dem... Uppala. Finde mit dem NAV-Modus Leuchtsignale und erhalte Mission vom Turm. Hört sich ein bisschen an, als ob da einer furzt.
Ich laufe durch den Tunnel. Ich laufe durch den Tunnel. Ja, hier waren die ersten Kämpfe, stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Und ich weiß auch, wo die erste Mission schon ist von uns, weil die habe ich nämlich gesehen gehabt. Da sind wir wieder zurück. Na toll, fast 6 Minuten des Spiels verschwendet. Naja. Bisschen schade finde ich, dass die Beta nur so kurz geht. Aber naja, gut. Ich hoffe, dass sie es wirklich so machen, dass man... Wow, hat er mich schon gesehen? Dass man wirklich seinen Charakter übernehmen kann ins vollwertige Spiel. Ja, die haben mich gesehen. So, ich meine, dass da hinten rechts was war. Wo das zufällige Event, da war glaube ich auch was. Was? Sag mal, geht's dir noch? Geht's dir noch gut da hinten? Sag mal. Du brauchst nicht abhauen. Wow. Bam! Boah, das ist so cool gemacht. Energieabzug, ja. Ah, stimmt, das haben wir ja verbessert. Richtig. Wenn wir das jetzt machen, ziehen wir den Gegner Energie ab und füllen damit quasi unsere Granate auf. Ah, hier war es, genau. Das sind dann diese Nebenmissionen bei dem Erkundungstour. Machen wir mal. Hier ist der Kriegskult der Zukunft. Erbitten Hilfe in diesem Gebiet. Vertreibe unseren Feind aus dem Gebiet um das Kosmodrom. Wow. Inwiefern denn? Ach, jetzt hier in diesem Bereich? Ja. Also 22% der Feinde eliminiert. Also ist es der Bereich hier. Das spawnen jetzt wahrscheinlich immer wieder Gegner. Wow. So. Hätten wir das auch. 50%. Was ist das? Was ist... Ach so, das war das Schiff. Aber hier waren doch noch gerade welche, oder? So, 67%. Ihr merkt schon, ich habe auch eine stärkere Waffe. Die haben wir ja auch beim letzten Mal auch gefunden und eingesetzt und ausgerüstet. Ah, da ist noch jemand. Ah, 89%. In dem Gebiet haben wir schon. Okay. Und das haben wir. Aua. Ja, das haben wir abgeschlossen. Abgeschlissen, wollte ich schon sagen. Abgeschlossen. Naja. Ich komm schon, Auge. Ich mach dir mal eine neue Augenoperation. Oh. So. Rausgelasert. Du auch Augenoperation? Bam. Ja, somit haben wir das. Wow, 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 wow. Sollte mal schleunigst verschwinden. Da kommt ein neues Schiff mit neuen Gegnern.
Oh, da auch. Gehen wir mal zur nächsten Mission. Was ist das? Achso, eine Granate. Hier ist noch eine Mission. Die können wir noch machen. Okay, in eurer Nähe gibt es fette Beute. Holt sie euch, Hüter. Gute Sache, eliminiere die gefallenen Vandalen. Der ein im Wall verschanztes Team anführt. Okay, also da hinten. Schauen wir doch mal, dass wir da mal hinkommen. Ja. Boah, was hat der denn für eine Wumme? Geil. Boom! Boom! Bada boom! Mächtiger Bada boom! So, jetzt müssen wir doch wieder zurück. Wahrscheinlich hier in diesem Zwischenraum jetzt gleich. Da wird so ein Vandale sein. Denke ich mal. Ja. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Gute Arbeit. Ich gebe Kate Bescheid. Puh. Das war. Das ging schnell und das war knapp auch. Weil du so reingestürmt bist, Reflex. Naja. Ein neues Upgrade freigeschaltet. Und auch gleich mal reinschauen, was das Update ist. So, für das Automatikgewehr. Jedes Nachladen mit der Waffe gewährt kurzzeitigen Bonusschaden. Natürlich nehmen wir das. So, wie sieht aus mit unserer Flinte hier, die... Kann man da auch was upgraden? Ja, was haben wir hier? Die Waffe verursacht Akkus-Schaden. Ja, aber ab wann können wir das denn verbessern? Schlagkraft, Reichweite, Nachladen. Aber ich finde die gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier? Diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Das ist das nächste Upgrade, was wir hier bekommen von... Ja, und ihr seht, da sind auch ein paar andere. Das ist ein tolles MG. Also schön auch detailliert alles. Super Ideenreichtum, was das Waffendesign angeht, finde ich. So. Warum hat das einen gelben? Naja. Da können wir was upgraden beim Helm. Erhöht die Granatenwurfweite. Oh. Was es mit dem Helm zu tun hat, weiß ich auch nicht. Naja. Würde eher zum Handschuh passen. Da ist wieder was zum Dekodieren. Das können wir dann mal im Turm machen später. So, aber jetzt erstmal... Ja, Scoutgewehr. Ach genau, ich wollte das Scoutgewehr doch mal ausprobieren. Ja. Okay, also die mit dem grünen Hintergrund, die kann man aufleveln, wenn ich das richtig verstehe. Und die mit dem weißen nicht, die sind halt Standard. Die kann man halt nicht verbessern. Also kann man die auch nicht verbessern, wenn ich das richtig sehe. Aber hier, die hier, die Schrotflinte, die wir mal nehmen. Das heißt also, das sind levelbare Waffen. Oder Waffen zum Aufbessern. Das ist auch genau hier mit dem Handschuh. Dann können wir das auch mal machen. Ein bisschen was verloren, das macht ja nichts. Okay. Warlockreif. So. Super bereit. Ja, wir sind wieder super bereit. Und begeben uns auf eine weitere Nebenmission. Das Gewehr sieht auch irgendwie sehr, sehr futuristisch aus. Also. Oh, da sind wieder Gegner. Wow. Das ist ja mal ein tolles Scout-Gewehr. Das ist eher wie sehr verschießt zu Salven. Das ist eher so ein Karabiner quasi. Na, ist nicht schlecht. Wenn man das noch aufwertet, noch verbessert, dann...
dass es dann auch besser wird. Die Granatenwurfweite testen wir mal. Ja. Ich weiß, dass vorne auch noch so ein... Oh, hier, Drehmetall. Natürlich, nehmen wir doch mit. Was für Arme haben wir? Ich habe zwar immer noch nicht rausgefunden, wofür es ist. Aber... Naja, vielleicht später irgendwann mal. So. Uah, was machen die denn hier? Die waren doch vorher nicht hier. Naja. Wow. Oh, mein Aiming. Bitte nicht lachen jetzt. Ach, die sind das. Ach so, okay, ja. Mhm. Aber hier ist noch eine Treppe. Wo geht denn die Treppe hin? Die habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Ach so, hier. Naja, toll. Alles, das Gewehr sieht schon ulkig aus. 15 Schuss haben wir damit jeweils immer. So. Ja, da müssen wir lang. So, hier unten war, glaube ich, irgendwo eine Nebenmission. Da hinten irgendwo. Da, wo auch das Drehmetall damals gewesen ist, die ich zusammengespielt habe. Da ist es schon. Aber ich werde erstmal die Gegner erledigen. Wir brauchen hier Hilfe, Hüter. Es gibt hier einige Relikte mit wichtigen Informationen für unsere Experimente. Besorge eine Probe Iridium, um Uranmunition für das Waffenprogramm des KDZ zu unterstützen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt Sachen finden. Okay. Und dann werden wir wahrscheinlich auch Kundschaft bekommen. Also erstmal wieder zurück. DD ist in der Nähe, stand da gerade. DD ist ein anderer Spieler. Das bleibt mir auch noch oben an der Decke hängen. Na toll. Ja, hallo. Man kann das auch nicht abbrechen. Diese Gleitfunktion, die ich da habe. Glaube ich auch richtig? Ja. Sind sie schon wieder gespawnt? Nein. Das wäre jetzt auch ein bisschen schnell. Ein bisschen zügig. So, dann werden wir das mal machen. Das Zeug finden. Kann man hier drin eigentlich seinen Dings rufen? Nein, kann hier nicht gerufen werden. Durch die Gänge fliegen. Bzzz. Mich dafür würde mal interessieren, ob man damit auch Gegner überfahren kann. Wahrscheinlich schon. So, da hinten müssen wir wieder hin. Headshot. Was war denn das? Okay. Hallo. So, da müssen wir hin. An dem Panzer, sehe ich das richtig? Ja.
Ach, Umgebung scannen, okay. Und jetzt? Hallo? Achso. Geschafft. Ach, das war's schon. Das war's schon, okay. Interessant. Ach stimmt, jetzt weiß ich auch, warum ich die Flinte nicht genommen habe, weil die beide dieselbe Munition verbraucht. Ja. Aber wenn die eine leer ist, bringt mir die andere nämlich auch nichts. Ich glaube, das werde ich nochmal wechseln. Deswegen hatte ich trotzdem die Zerstäuber-Wumme. Ja, die Mission hatten wir alle schon. Gibt es da noch andere? Da. Okay. Uah. Bam. Uah, ganz gefährlich gerade. Was? Ach, da oben! Der Sniper! Wow. Der Drecks-Sniper. Also man sollte nicht zu lange hier rumlaufen, weil ihr seht, es kann doch brenzlig werden. Aber da sind schon ein paar Spieler. Ich rette dem mal den Arsch. Der steht ja einfach so durch in der Gegend rum. So. Würde ich sagen, fliegen wir mal zurück zum zurück zum Orbit. Haben wir noch was zum Upgraden? Nein. Aber die sind so gelb. Warum sind die denn so gelb hinterlegt? Auch weil die wahrscheinlich geupgradet sind. Dann fliegen wir mal zum Orbit zurück. Zum Turm. Fliegen wir direkt zum Turm und werden da mal die paar Sachen da dekodieren, die wir noch zu dekodieren haben. Und uns da vielleicht nochmal ein bisschen aufrüsten. So, der Turm. Vielleicht schaue ich in der nächsten Folge mal in den PvP-Modus rein. Und zeige euch da mal ein bisschen den PvP-Modus, wie der so ist. Was für Spielmodi es gibt, weil da kann man ja auch seinen Charakter weiter aufleveln. Und dann habt ihr das auch mal gesehen. Denn ihr seht ja, das war jetzt so das Erkunden, was ich gemacht habe mit so Nebenmissionen. Das gibt's auch. Ja, und im Prinzip die ganzen Missionen habe ich ja schon durch, die es gibt. In der Story könnte ich jetzt normal spielen und halt weiter leveln. Und ja, den Turm kennt ihr auch. Habe ich euch auch schon so weit gezeigt. Also im Prinzip habe ich euch schon so gut wie... Obwohl, ich habe den Mars noch nicht ausprobiert. Ob das geht, weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt mittlerweile. Aber das stand ja, glaube ich, erst in der Vollversion. Ja gut, das Einzige wäre jetzt halt, wie gesagt, der PvP-Modus, den ich euch gerne noch vorstellen möchte. Vielleicht in einer weiteren Folge oder in zwei weiteren Folgen. Und dann wäre, glaube ich, das Thema Destiny Beta, glaube ich, auch schon durch, weil dann kennt es, glaube ich, jeder schon, weil dann wird es auch langweilig. So, da sind wir zurück. Und ihr seht, es wird immer voller hier. Ich frage mich, was die hier so lange rumstehen. Da muss man nur einmal dekodieren und dann war es das auch. Was waren das jetzt gewesen? 37. Ah, ich kann aber mehr Impulsgewehrmunition damit tragen. 31. Da ist aber
Schnelleres Nachladen mit Automatikgewehren und schnelleres Nachladen mit Scoutgewehren wäre das hier bei 31. Ja, aber da müsste ich aber erst... Nein, nehmen wir trotzdem mal. Okay, das bleibt aber nichts. So, wie sieht das... Gibt es hier noch was zu wechseln? Was ist hier? Sonnensänger? Erfordert Level 15. Achso, okay. Achso, das kann man dann auch noch ändern. Ja. Training des... Warte, Training des auf allen Attributen fokussiert ist, okay. Ja, dann. Ja gut, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Mit, was haben wir hier? Ah, Spezialaufträge. Oh, was gibt's auch? Habe ich noch gar nicht entdeckt. Und hier oben, wo geht's hier noch lang? Tower Nord. Ja, gut. Ich würde sagen, wir schauen uns hier den Bereich hier drin in einer weiteren Folge Destiny Beta an und vielleicht zeige ich euch bei der nächsten Folge dann auch mal den PvP-Modus. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet. Also, macht's gut. Ciao, euer Reflex.